Heute ist der letzte Tag meiner Zeitreise, der 25. Tag. 3300 Kilometer liegen hinter mir. Ich gehe auf die letzte Etappe, 200 Kilometer bis nach Sexau. Zuerst möchte ich euch noch zeigen, wie Beind von oben aussieht. Eine moderne Einfamiliensiedlung auf einem Hügel gelegen mit schönem Blick nach Ravensburg. Und in diesem letzten Video habe ich etwas Besonderes vor. Ich möchte mit euch einen Flug machen, allerdings nicht mit der Drohne, sondern mit einem virtuellen Flugzeug mit Google Earth. Die moderne Computertechnik macht es möglich. Also, bitte anschnallen, einsteigen und los geht's. Wir fliegen nach Sexau. Von Beind aus geht es erst einmal auf die Schnellstraße Richtung Ravensburg. Dort biegen wir dann nach rechts ab in Richtung Markdorf und fahren weiter über Hefikofen. Hier in Markdorf. Man muss hier aufpassen, es gibt zwei Blitzer im 30er Bereich. Schließlich geht es weiter in Richtung Bodensee. Über Ittendorf und Stetten sind wir schließlich in Meersburg. Dort wird der Bus auf die Fähre verladen. Schließlich kommen wir in Konstanz an und von dort aus geht es dann weiter. In Richtung Untersee, Allensbach, wo das berühmte Institut ist. Und schließlich auf die Schnellstraße in Richtung Singen. Dort am Singener Kreuz geht es dann weiter nach Engen. Und nach Geisingen. Dort verlassen wir die Autobahn wieder. Auf der B31 weiter in Richtung Donaueschingen. Am Martenberg mache ich eine kleine Pause und packe die Drohne aus. Unser Fotoflieger darf mal wieder in die Lüfte. Unser virtueller Flug geht weiter. Wir fahren in Richtung Döggingen, an der Dögginger Steige vorbei, über die Brücke, dann nach Löffingen und schließlich hoch in den Schwarzwald, an Röthenbach vorbei und über die lange Brücke nach Neustadt hinunter. Wir lassen den Titisee und Hinterzarten hinter uns und tauchen ein ins Höllental. Hier kommen wir vorbei an den berühmten Felsen des Hirschsprunges
ein Hirschdenkmal auf einer Klippe. Die Sage sagt, dass der Hirsch über das Tal gesprungen ist und sich so vor dem Jäger in Sicherheit gebracht hat. Schließlich kommen wir in Himmelreich an, das ist der Ausgang des Höllentals. Und von dort aus geht es wieder auf der Schnellstraße weiter an Kirchzarten vorbei bis nach Freiburg. Freiburg biegen wir scharf rechts ab, fahren durch die Innenstadt und anschließend über Zähring hinaus auf die Schnellstraße. Jetzt sind es nur noch wenige Kilometer, bis ich zu Hause bin. An Gundelfingen vorbei, durch Denzlingen durch und da ist es schon, da liegt mein Heimatdorf, Sexau. Und gleich am Anfang rechts der Buchholzer Weg. Ich bin wieder zu Hause. Ja, die Zeitreise ist vorbei. Was bleibt, ist ein Resümee zu ziehen. Ich versuche es mal. Ich habe wunderbare 3,5 Wochen gehabt im Bus. Ich fühlte mich am wohlsten, wenn ich unterwegs war, auf der Straße, mit dem Bus unterwegs. Das war für mich die schönste, entspannendste Zeit. Es war nirgends so, dass ich gedacht habe, da möchte ich jetzt 2 oder 3 Tage bleiben. Sondern es hat mich immer weitergezogen, Neues zu entdecken. Es hat sich auch ein Rhythmus eingeschlichen, morgens früh weg, nachmittags früh ankommen. So hatte ich Zeit, mit dem Fahrrad die Gegend zu erkunden. Am besten hat es mir gefallen in Mitteldeutschland, in der Mainlandschaft. Die tollsten Leute fand ich oben in Norddeutschland. Allerdings war das Wetter dort eine Katastrophe. Enttäuscht war ich von der Ostsee. Muss ich sagen, da gehe ich lieber ans Mittelmeer, in das saubere, klare, warme Wasser. Und einen ganz, ganz großen Dank an meinen Mechaniker, der meinen Bus so toll eingestellt hat, dass nie irgendwas war. Keine technischen Pannen. Noch nicht einmal Luft musste ich nachpumpen. Nur tanken. Und dann 9 bis 10 Liter Verbrauch. Das ist gigantisch für einen 1500er, 71er VW-Bus und für Normalbauern, die 12 bis 14 Liter. Ja, ich schaue voraus, 2018 werde ich nochmal starten mit dem Bus auf einer anderen Strecke, aber ähnliches. Vielleicht nochmal rüber nach Dresden, vielleicht nochmal an den Main ein paar Tage. Jetzt bleibt mir erst einmal eine schriftliche Zusammenfassung zu machen, eine Reportage über all das, was ich entdeckt und erlebt habe. Vielleicht mit dem Thema Deutschland, deine Camperseele, außer chillen. Und grillen, was war da noch? Ja, und ansonsten freue ich mich auf eine neue Bussaison 2018 und hoffentlich kommen wir alle gut über den Winter. Ciao!